Deutschlands Wirtschaft steckt in der Krise. Die Rede ist schon wieder vom kranken Mann Europas. Hoffnungen von Experten, dass die Zeit der Rezession vorerst überwunden sei, haben sich nicht bestätigt. Im Gegenteil, die Prognosen zeigen nach unten, zumindest für Deutschland. Heute stellt Wirtschaftsminister Habeck ja seinen Jahreswirtschaftsbericht vor und er verheißt nichts Gutes. Schon im Vorfeld bezeichnete Habeck selbst die Konjunkturaussichten als dramatisch schlecht. Jonas Feld berichtet. Der deutsche Wirtschaftsmotor kommt einfach nicht in Schwung. Krieg, Inflation, Energiekrise halten die deutsche Konjunktur am Boden. Und laut Prognosen wird die sich auch nicht so schnell erholen. Deutschland bleibt in der Rezession. Wirtschaftsminister Habeck stellt heute den Jahreswirtschaftsbericht vor. Das Wachstum musste zuletzt drastisch nach unten korrigiert werden. Nur 0,2% wird die Wirtschaft demnach in diesem Jahr wachsen, statt der ursprünglich angenommenen 1,3%. Doch für Wachstum bräuchte es auch deutlich mehr Investitionen. Dafür brauchen wir dringend Energiekosten, die niedriger sind. Wir müssen die Sozialausgaben kürzen und uns hier auf Bedürftigkeit fokussieren. Die Steuern müssen unbedingt unter europäisches Mindestmaß gesenkt werden. Und wir müssen auch etwas gegen die hohe Bürokratie und den Fachkräftemangel unternehmen. Und auch der Wirtschaftsminister selbst bezeichnet die Lage inzwischen als dramatisch schlecht. Finanzminister Lindner nennt sie peinlich und in sozialer Hinsicht gefährlich. Nun soll die Wirtschaft wieder auf die Beine kommen, nur beim Wie, da sind sich die Minister uneins. Einen Ansatz soll das Wachstumschancengesetz bringen. Das Wachstumschancengesetz ist ja eine Teilantwort auf das, was wir brauchen, nämlich Investitionen anzureizen. Aber diese Impulse sollten kommen. Und sie kommen ehrlicherweise schon zu spät. Es hat lange genug gedauert. Das scheitert derzeit vor allem an der Union. Die will die Subventionsstreichung des Agrardiesels nicht mittragen. Das Wachstumschancengesetz hat jetzt ein Volumen von 3 Milliarden Euro Entlastung. 1,5 Milliarden dabei sind vom Bund. Das gegenzufinanzieren mit einer 500 Millionen Steuererhöhungen bei der Landwirtschaft ist vollkommen unverhältnismäßig. Und deswegen muss schlichtweg diese Steuererhöhung der Landwirtschaft zurückgenommen werden. Dann gibt es auch eine Einigung an dieser Stelle. Die FDP hat als Reaktion auf einen Brandbrief an Bundeskanzler Scholz zuletzt auch die Vertreter der Spitzenverbände der deutschen Wirtschaft zu einem Treffen eingeladen. Der Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, Steffen Kampeter, der hält von weiteren Wirtschaftsberichten nichts, sondern verlangt im Gespräch mit Welt konkrete Maßnahmen. Wir Arbeitgeberverbände haben schon seit mehreren Monaten auf die starke Eintrübung von Konjunktur und Struktur hingewiesen. Also wir brauchen keinen Jahreswirtschaftsbericht, der lediglich Stimmung beschreibt, sondern wir brauchen Handlungen. Dazu haben wir ein Papier der Bundesregierung übermittelt, von dem wir glauben, dass es die strukturellen und konjunkturellen Herausforderungen kurzfristig anreizt. Das reicht von einem Bürokratieabbauplan über wettbewerbsfähige Energieversorgung bis hin zu einem flexiblen Arbeitsmarkt und nachhaltigen sozialen Strukturreformen. Mit Klein-Klein und koalitionspolitischen Streit werden wir aus dieser konjunkturellen Delle nicht herauskommen. Da gibt es einiges zu besprechen. Das wollen wir tun mit der wirtschaftspolitischen Sprecherin der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, Julia Klöckner. Schön, dass Sie hier sind. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Frau Klöckner, Sie haben zusammen mit Herrn Spahn, ich glaube, vor knapp 10 Tagen, Pi mal Daumen, Brief geschrieben an den Bundeswirtschaftsminister mit eigenen Vorschlägen um ein Gespräch gebeten. Gab es da eine Antwort bislang? Es gab jetzt mal einen Anruf. Wir haben seit 2 Jahren, bieten wir dem Bundeswirtschaftsminister ein Gespräch an, ein laufendes Gespräch mit der größten Oppositionsfraktion, mit unserer Arbeitsgruppe Wirtschafts, hat er bisher immer abgelehnt, obwohl er immer sagt in der Öffentlichkeit, man müsste sich unterhaken, zusammenarbeiten. Ungewöhnlich, dass ein Wirtschaftsminister nicht zu einem Gespräch kommt. Jetzt wurde wohl anvisiert, dass er im April Zeit haben könnte. Nur den Termin anvisiert oder gab es auch schon eine inhaltliche Antwort? Nein, inhaltlich nicht. So, die ist aber dringend notwendig. Das sieht jetzt auch der Wirtschaftsminister, der Finanzminister auch. Trotzdem passiert relativ wenig momentan. Das ist auch das, was Sie als Union kritisieren. Sie wollen Vorschläge, Sie wollen Fakten. Welche wären das? Und um eben das quasi den Kahn wieder flott zu kriegen, also die deutsche Wirtschaft. Ja. Wir wollen handeln statt hoffen. Und deshalb sind Vorschläge ja nur eine Vorstufe. Es ist
genug Zeit vergangen. Denn die Zahlen und Entwicklungen haben ja gezeigt, dass unsere deutsche Wirtschaft massiv ins Straucheln kommt. Wir schrumpfen, andere ziehen an uns vorbei. Und das wird massive Auswirkungen auch auf die Stabilität eines Landes, eines Sozialstaates haben. Deshalb haben wir 12 Maßnahmen vorgeschlagen, die sofort umgesetzt werden können. Das ist ein Sofortprogramm für den Wirtschaftsstandort. Das hat etwas mit den Lohnnebenkosten zu tun, die immer weiter wegrennen. Wir müssen die wieder bei 40% deckeln, dass wir in der Arbeit auch wettbewerbsfähig sind. Wir brauchen eine Steuerreform, eine ganz große, wird Zeit brauchen, aber wir brauchen niedrigere Steuern, wettbewerbsfähige für die Betriebe. Wir brauchen Arbeitszeitflexibilisierung, eine Wochenhöchstarbeitszeit statt Tageshöchstarbeitszeit. Und jetzt muss auch endlich die Bürokratie- und Belastungsbremse ziehen, also nicht immer wieder neue Belastungen drauf. Die Wirtschaft muss jetzt atmen können, das ist ganz klar und wichtig. Oder die Netzentgelte müssen wir halbieren und die Stromsteuer dauerhaft auf den europäischen Mindestmaß runtersenken. Es gibt einiges und das heißt aber, es braucht ein Gesamtpaket und ein Zeichen für die Wirtschaft, dass sie wieder atmen kann und Verlässlichkeit. Ein weiterer Aspekt, der da natürlich mit reinspielt, ist das Wachstumschancengesetz, liegt jetzt im Vermittlungsausschuss. Der Finanzminister hat Ihre Parteien aufgefordert, die Blockade jetzt mal aufzuheben, weil es eben auch darum ginge, die Unternehmen verdienen eine Entlastung. Warum wollen Sie nicht helfen, die Unternehmen zu entlasten? Also das ist ja nur die halbe Wahrheit, was der Finanzminister sagt. Kognitiv weiß er mehr, denn es, alle Länder haben diesen Vermittlungsausschuss angerufen. Also Herr Weil, auch von der SPD Niedersachsen, Ministerpräsident, sagt sehr klar, er will diese Entlastung für die Bauern auch haben. Hamburgs Senator, Finanzsenator sagt, dieses Gesetz gehört noch mal in die Montagehalle. Und Frau Schwesig, die den Vermittlungsausschuss vorsitzt, steht auch auf der Bremse. Kurzum, die gesamten Länder sind nahezu gegen die Bundesregierung, auch was das Vorgehen anbelangt. Und deshalb sagen wir sehr klar, das ist eine homöopathische Wirkung, die dieses kleine Wachstumschancenpaket hat. Wir brauchen noch was anderes. Aber was nicht sein kann, ist, dass der eine Wirtschaftszweig zu einem Drittel die Kosten des Bundes für einen anderen Wirtschaftszweig. Aber Sie können doch trotzdem an einer homöopathischen, so wie Sie es nennen, Dosis erstmal teilnehmen, um darauf dann aufzubauen. Zumindest wäre es ein Anfang. Ja, das wäre ein Anfang. Aber ich gehe noch mal eins weiter, was natürlich nicht sein kann. Ich meine, das ist doch so naheliegend, dass eine mittelständische Wirtschaftsbranche, die zu kämpfen hat, das sind auch die Landwirte, dass die mit einem Drittel die Kosten des Bundes für die Unterstützung einer anderen Wirtschaft dann finanzieren sollen. Also das ist schon abenteuerlich. Und deshalb sagen wir sehr klar, es kann ja nicht sein, dass die Wirtschaft die andere Wirtschaft mitfinanziert, sondern wir brauchen Entlastung. Trotzdem, Frau Glöckner, haben wir das Problem. Und da ist die Union, will ich mal sagen, mit dem Boot. Schuldenbremse soll nicht angetastet werden, aber es soll massiv investiert werden. Aber wie, wenn kein Geld vorhanden ist? Und der Haushalt 24/25 ist ja schon auf Kante genäht. Wie es weitergeht, weiß noch gar keiner. Also muss ich doch irgendwo mal anfangen. Und das Problem der Landwirtschaft ist doch ein generelles. Das ist ein Strukturproblem und nicht nur das Problem des Agrarsubventionsdiesels. Also ein bisschen auseinanderhalten. Ist jetzt viel Geld auf einmal gewesen. Ja, war ein bisschen, aber ich kann da mitkommen. Also ich habe da Zeit, da können wir gerne reingehen. Also erster Punkt ist, Geld ist vorhanden. Wir hatten noch nie so viel Geld und Steueraufkommen, 470 Milliarden Euro. Zweitens, es sind neue Schulden gemacht worden in diesem Haushalt. Also auf Kante genäht kann man das nicht sagen. 39 Milliarden Euro neue Schulden. Es ist nur nicht priorisiert worden, wenn eine Bundesregierung 5000 neue Stellen für die Kindergrundsicherung schaffen will. Und da kommt noch kein Euro bei den Kindern an. Das sind falsche Prioritäten. Zweitens, das Thema Agrardiesel ist ja eine grundsätzliche Frage der Erstattung wegen Nichtnutzung. Warum wird denn die Agrardiesel, also warum wird die Steuer erhoben? Weil man Straßen damit unter anderem finanziert. Der normale Landwirt fährt eher selten mit seinem Traktor auf der Autobahn. Das ist deshalb eine Erstattung für Nichtnutzung. Und deshalb ist das keine Subvention. Und jetzt die Landwirte mit einer halben Milliarde zu belasten, um sich Geld zu holen, was aber die Bundesregierung an anderer Stelle rauswirft und rausschmeißt. Es gab noch nie so viel Personal, wie sie sich selber geleistet hat. Dass da der Ärger groß ist, das verstehe ich. Und dritter Punkt jetzt, was die Schuldenbremse angeht. Die Schuldenbremse lässt viel Freiraum noch. Aber es kann doch nicht sein, dass wir heute, weil drei Parteien in der Ampel oder Fraktionen sich nicht einigen können, Schulden auf die Zukunft verschieben, weil die Schulden oder die Rückzahlung, weil die Schulden heute sind die Steuern, auch der Unternehmen von morgen. Das heißt, das ist kein Impuls für die Zukunft. Und wir müssen deregulieren,
verlässlich sein. Es kann auch nicht sein, dass Förderprogramme mittendrin einfach gestoppt werden. Das ist Gift für die Wirtschaft. Mit der Bitte um eine kurze Antwort. Taurus, müssen wir noch mal schnell thematisieren. Ihre Haltung und Überlegung? Die ist sehr klar. Natürlich müssen wir Taurus liefern. Dementsprechend haben wir einen Antrag vorgelegt. Und jetzt muss der Kanzler seinen Worten Taten folgen lassen. Ganz kurz noch, Frau Strack-Zimmermann will mit Ihnen stimmen. Wie bewerten Sie das? Kann sie machen. Sie ist frei. Noch besser wäre, wenn sie ihre eigene Fraktion davon überzeugen würde und die Koalition. Julia Klöckner, danke. Danke, dass Sie hier waren. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.